Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Die Season 5 ist ja mittlerweile fast vorbei. Nächsten Dienstag ist schon weit die neue Season startet. Und passend dazu werde ich euch jetzt einmal meine Meinung zu dieser Season zeigen und euch dann auch nochmal meine Vorschläge und Wünsche für die neue Season zeigen. Wenn euch die Videos hier gefallen und ihr mich auch nochmal zusätzlich supporten wollt, könnt ihr natürlich gerne einmal meinen Creator Code TheElCraft im Item Shop eintragen. Der Creator Code hält auch noch bis zur neuen Season. Würde mich da auf jeden Fall über jeden einzelnen freuen. Außerdem schaut natürlich gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich zurzeit auch daily live. Meistens werde ich immer die ganzen Zeiten, wann ich streame, auf Twitter ankündigen. Ansonsten lasst natürlich gerne ein Follow da, dann verpasst ihr dort auch nichts weiteres mehr. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt einmal mit den Themen, die mich an dieser Season gestört haben. Persönlich, das, was mich wirklich am meisten in der Season gestört hat, sind gar nicht irgendwie die Meta, Lootpool oder whatever, sondern einfach, dass die Season unglaublich lange war und es unglaublich wenig Content in dieser Season gab. Die Season hat ja irgendwie Anfang Dezember gestartet. Es war irgendwie 6. Dezember oder so. Hat die Season, glaube ich, gestartet. Wir haben mittlerweile Mitte März und seitdem ist im Prinzip kein wirklich großes Update gekommen. Das Einzige, was wir erhalten hatten, war kurz die Wintermap mit ein bisschen Winterdesign eben halt. Aber es war nichts Krasses. Es gab keine krasse Winterlobby oder so, was wir eben halt im letzten Jahr hatten, und dafür ist es eine wirklich sehr, sehr lange Zeit gewesen. Wir hatten eben halt keine wirklichen Map-Updates, also es gab im Prinzip wirklich gar keine Map-Updates, nicht mehr irgendwelche kleinen Sachen, was zum Beispiel in Season 3 die ganze Map-Gestaltung extrem interessant gemacht hatte, war ja, dass das Wasser darauf gesunken ist. Wir immer mehr Map-Updates hatten, einfach ein bisschen Variation zwischen den Wochen hatten. In Season 4 mit der großen Map von Stark Industries hatten wir auch ein riesiges neues Gebiet, was wir gespielt hatten. Die Season war natürlich auch kürzer, weshalb es nochmal besser war. Aber in dieser Season haben wir eben halt wirklich gar nichts erhalten, und persönlich finde ich das ehrlich gesagt relativ langweilig, wenn man eben halt wirklich dauerhaft auf der gleichen Karte spielt. Und es ist natürlich so, für Competitive kann es nicht so viele Updates geben, aber ich finde, es hätte zumindest vor der FNCS-Season jetzt, also vor Februar, ein richtig schön großes Map-Update nochmal geben können, oder zumindest generell mal neue Sachen im Game. Ich glaube, das Einzige, was wirklich für Competitive verhalten waren, waren ein paar Balance-Changes, und da hatten wir halt noch die Action-Level reinbekommen, die ist aber mittlerweile auch schon seit 2 Monaten drin. Da wünsche ich mir also auf jeden Fall für die nächste Season, dass wir wirklich deutlich mehr Content während der Season auch bekommen. Zweite Sache, die mich an dieser Season genervt hat, war, dass es die ganzen Cups in einem relativ kurzen Zeitraum gab. Also am Anfang, so im Januar oder so, hatten wir relativ wenig Cups. Da gab es vor allen Dingen hauptsächlich nur Trio-Cups, gab dann natürlich noch die Dreamhack als Duo-Cup, aber eben halt als Solo-Cup, um jetzt für die ganzen Trio-Cash-Cups, für die FNCS jemanden zu finden, ein Trio zu finden, sollte man ja vorher ganz gute Placements in Solo-Cups bekommen können. Und die Solo-Cups kamen eben halt erst mit dem Start von der FNCS, und dadurch war halt alles so immer übereinander. Dann wollte man eigentlich FNCS schauen, aber da war immer gleichzeitig der Solo Cash Cup, und da wünsche ich mir auf jeden Fall für die neue Season, dass wir auch deutlich mehr Cash Cups bekommen, weil oder zumindest vor der FNCS bereits mit den Solo Cash Cups starten und eventuell auch ein etwas größeres Solo Tournament nochmal kommt, weil wenn wirklich nur noch die FNCS jetzt das einzige große Tournament ist, dadurch, dass wir jetzt auch keinen G-Mac mehr haben, ist es irgendwie wirklich viel zu Trio-lastig, und da hoffe ich mir auf jeden Fall für die nächste Season auch noch ein bisschen besser. Was in dieser Season aber grundsätzlich erstmal ziemlich gut war, war tatsächlich der ganze Lootpool, die ganze Meta. Wir hatten eben halt vorher noch Riftfishes und alles drin gehabt. Das haben die aber alles rausgepatcht, bis es eben mal zur wichtigen FNCS kam. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich hoffe, die behalten auf jeden Fall das Ganze dabei, weil die ganzen Meta-Changes, die es auch zwischen der Season gibt, die ganzen Balance-Changes sind extrem wichtig. Es gab kaum overpowerte Items. Die Exotics bekam man im Prinzip in fast keine Runde. Ich hatte nicht einmal den Snowball Launcher gesehen, und das ist so ziemlich die einzige Waffe, die ein bisschen overpowered sein könnte in dieser Season. Ich hoffe auf jeden Fall, dass in der nächsten Season die da nicht schlimmer machen, sondern einfach mit diesen paar etwas besseren Items bleiben, die man aber halt auch sehr, sehr schwierig bekommt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Generell auch ansonsten der Loot Pool mit den ganzen Shotguns, dass wir mal nicht die Spaß hatten, fand ich sehr, sehr nice. Ist vor allem für Competitive extrem gut gewesen. Wie schon angesprochen, natürlich die ganzen overpowerten Waffen waren raus, und es gab immer auch in dem Classic Lootpool jetzt keine krass overpowerten Waffen. Das Einzige, was immer diese Season wirklich sehr, sehr aufgefallen ist, ist, dass die Sniper extrem häufig gespawnt ist. Ich weiß nicht, ob das die Seasons davor schon war oder ob es dann einfach nur überschattet wurde, dadurch, dass wir immer andere krasse Waffen hatten. Aber diese Season fand ich, weil die Sniper definitiv zu overpowered. Man wurde sehr, sehr häufig Headshot-sniped, es hat einfach Runden unglaublich unskillvoll einfach versaut, und
da hoffe ich auf jeden Fall, dass in der nächsten Season entweder ein Nerf zu den Sniper kommt, ein Change generell einfach zu den Snipers kommt oder die einfach selten irgendwie spawnen, weil diese Season war das immer, wie gesagt, einfach viel zu viel. Eine Sache, die wir uns natürlich jetzt auch schon seit Ewigkeiten wünschen, seitdem das neue Arena-System im Prinzip raus ist, ist ganz einfach ein anderes Arena-System, weil das wirklich einfach komplett outdated ist. Da hat man, das hat einfach nichts mit Skill zu tun, dieses ganze System, und man wird auch nicht belohnt, wenn man viele Punkte hat, und generell dieses ganze Punktefarm ist absolut unverhältnismäßig, dass man immer halt ab Top 25 erst Placement-Punkte bekommt, ist halt einfach, wenn man dann als 26er stirbt, komplette wasted Runden, und ich hoffe, dass da irgendwann mal etwas Besseres gemacht wird. Und so sind auch Champion Cash Cups nichts Besonderes, weil es wirklich jeder in Champion Division schaffen kann. Man muss einfach nur ein bisschen campen und dann ist man da oben, und ansonsten hat immer der Arena auch nichts mit Skill-Based Matchmaking zu tun. Man kann auf 100k Punkten sein, hat keine bisschen bessere Lobbys, als wenn man auf 2k Punkten ist. Ich bezweifle aber, um ehrlich zu sein, dass sich da irgendetwas changen wird, aber es wäre immer, wie gesagt, extrem, extrem nice, wenn es dann passieren würde. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon mit diesem Video durch. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was eure Sachen sind, die ihr für die nächste Season euch wünscht, was ihr was euch gefallen hat in dieser Season, beziehungsweise was euch nicht gefallen hat in dieser Season. Schreibt es alles gerne einmal unten in die Kommentare, und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.